Hallo Freunde, oh, ich muss da reingucken. Hallo Freunde, lange ist es her. Willkommen im Lulu Gym. Ich habe mir heute eine Langhantel zugelegt. 60 Kilo. Genau. Und Mirella und ich machen jetzt auf jeden Fall ein Workout. Ja. Viele wussten es nicht, aber eine Geheimzutat für Sport ist Curry Ketchup. Das wissen so viele ja, das nicht. Ist krass. Na, oh. Erstmal einen saftigen Schluck. Ja. Was für Lass Booster, dir was Curry übrig, ne? Ketchup, ja. Okay, übertreib nicht. Hey, hey! Das kann auch schnell zur Sucht kommen, deswegen müsst ihr da mal aufpassen. Ich habe hier jetzt meine Ersatzbank, damit ich halt diese Übung machen kann, genau, weil du weißt welche. Ja, das ist ganz toll immer. Hier ist so viel Platz. Ja, genau. Und dann macht man die Hip Thrust, genau, so heißen die. So. Ja, genau. Man kann nebenbei auch schlafen, wenn man will. Genau, Mirella und ich fangen jetzt an. Mirella, hast du Bock? Ja, total! Hast du Bock? Hast du Bock? Ich hab Bock! Okay. So, und jetzt müssen wir uns gegenüberstellen und so anschreien, weil das motiviert einen. Ah, okay. Das habe ich gesehen. Soll man ein Gewicht dazu in die Hand ja. nehmen, damit das nochmal ein bisschen ja. was verschwert? Ja, nimm die aber die 2 Kilo, weil das ist erst das Warm-up. Ja, genau. Okay, und dann machen wir so. So nach oben. Okay. Ne? So. Immer. Hu. So. Ja. Ja. Okay, und bereit? Und. Nee, nicht Hu. Ja. Okay, und los. Okay. Das ist doch schön ja. nervig. Aus der Brust raus. Okay. Von hier. Merkst du den? Mach mal. Warum das hier? Ja, okay, dann los. Und. Ja. Und. Okay, und los. Warte. Das war dein Ellenbogen. Ja. Mach ich das richtig? Nein, Lulu. Ja, ich lasse Mirelle fliegen. Super, Mirelle, halten. Ich stelle jetzt eine Tasse drauf, ja? Halten. Super. Lulu, weg. So, dann gute Nacht, Mirelle, ne? Ja, gute Nacht. Bis morgen. Ey, was ich bei Bachelor immer nicht verstehe, warum nehmen die immer irgendwelche Sachen mit? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Als wenn der Typ sich so denkt, so, oh mein Gott, ein Flummi, danke. Oh, wow. Hallo, darf ich dich umarmen? Ja, klar. Wie heißt du? Ich bin die Ilse. Ah, Martin, hi. Ja, und ich hab dir auch was mitgebracht. Nein, und wirklich? Ist das ein Flummi? Oh, und oh, wow. Du musst dir vorstellen, ich zeig dir das einmal, ja? Ja. Also, du hast gesehen, er kommt immer wieder zurück. Ja. Und du musst dir vorstellen, ich bin der Flummi und egal, wo du mich hinwirfst, du kannst mich auf den Boden werfen, aber ich komme immer wieder zu dir zurück. Oh, wow. Danke. Hi. Hi, Martin. Ich bin die Sophie. Hi. Und ich habe dir ein Rudergerät mitgebracht und zwar als Zeichen dafür, dass egal wie viele Ozeane zwischen uns liegen, ja, dass du immer den Weg zu mir findest. Und ja. Oh, wer bist du denn? Hi, ich bin die Sabine. Hi. Da habe ich dir eine Leiter mitgebracht. Wow. Und das soll zeigen, dass ich dir bei deiner Karriere nicht im Weg stehe, sondern wir können diese Leiter gemeinsam hochgehen. Wow. Okay. Ja. Oh, hi. Hi. Wer bist du denn? Ich bin die Maike. Hi, Henry. Hi. Und ich habe dir Anzündwürfel mitgebracht. Bruh. Bacho, du darfst nicht auf dem Teppich liegen und du weißt es, komm her! Bacho, hierher! Bacho! Oh, der Arme. Und guck nicht so ignorant. Nee. Oh, also, ich lege mich auf. Kurze Werbeunterbrechung. Di-di-di-di! Nein, Bacho, du weißt das ganz genau. Also, ich bin halt, wie so. Gesagt, Maike. Ja, Maike. Und bist du. Ich habe dir Anzündwürfel mitgebracht. Falls der Funke zwischen uns nicht überspringt, kann das vielleicht ein bisschen nachhelfen. Oh, wow, danke. Bitte. Kennst du den Strangel? Wenn du das schon Oh Gott. Luisa? Ja? Ich mache seit neuestem Ausdruckstanz. Nein. Doch, darf ich dir das mal zeigen? Ja, ich bin gespannt. Body, ain't other than the body. I'm more than the dude in the rotting hole. Das ist aus der Mixer. Der geht auch nach innen. Der Quirler. Lulu, kannst du mir einen Zopf flechten? Ja. Was machst du denn haben? Bauern-Gräten-Wirbel?
Nee, ich hätte gern so ein Gretchenfilet. Gretchenfilet? Ja. Du, ich kann dir auch ein Lachs-Sorbet machen. Lachs-Sorbet? Aber hast du auch diese Burgunder... Wirbeltreppe? Ja, genau. Burgunder, ja. Wirbeltreppe. Das, das wäre auch ganz toll. Mach ich dir. Ja. Kein Problem. Moment. Hältst du mal still? Luisa, was ist da mit der Farbchange passiert? Ja, wieso? Wieso, was stört dich daran? Das würde ich jetzt gerne mal... Naja, das ist ein heilloses Wirrwarr. Was ist daran jetzt falsch? Du. Das kann ich dir schon von Weitem sagen. Was? Das sehe ich schon von hier. Okay. Nee, mal sehen, ob du selber drauf kommst. Wie die Lehrer. Ja, ich schwöre. Überleg mal. Digga, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja. Ah! Da haben wir es ja. Den Übeltäter. Wieso? Wo würdest du den einordnen? Sieht das aus wie grau? Sieht das aus wie grau? Nee. Sieht das aus wie grün? Sieht das aus wie grün? Aus wie grün! Nee. Nein. Das ist ein ganz klares Braun. Das ist ein ganz klares Braun. Das ist doch kein Braun. Luisa, ich bitte dich. So. Okay, also wohin damit? Nehmen wir mal ein Braun hier. Ja, halt sowas. Dem ähnelt das doch schon viel mehr. Ja, du hast hier, recht. Da. Entschuldige. Und was... Oh. No! Dörte! Hi! Warst du beim Friseur? Ja. Och, und Nu, zeig mal, zeig mal! Ich hab halt, guck mal, so sind die Kurven. Cool! Aber ich finde die fallen ein bisschen kacke. Sie hat die oh mein Gott, Curry Banks? Sie hat... Zeig doch mal, Digga. Aber guck mal, wie die so nach innen fallen. Ja, die musst du halt dingsen, die musst du stylen. Sie hat die ein bisschen. Dörte! Und was hast du gezahlt? 25. Oh, nu. Aber mit Waschen, Föhnen, Frisieren, ja, Streicheln alles und sowas? Drum und dran. Ah, Kopfmassage? Ja. Das ist ja der Wahnsinn, ja. Ja. Ja, du musst es mal stylen zu Hause und so, ne? Das ist halt das Ding bei Curden Banks. Ja, Curden Banks. Ja, yeah. Du weißt. Ihr Lieben, zu meinem Lou Home Gym 24/7 geöffnet ist ein neues Item dazugekommen. Ich zeig's euch kurz. Say hello to you. Junge, keine Ahnung, was das überhaupt ist. Also so eine Bank auf jeden Fall. So, dann packen wir das Ding mal aus und dann wird trainiert. Ihr wisst ja, das ist mein Nebenjob. Dinge aufzubauen, auszupacken und so. Also falls ihr mal ein Möbelhaus oder sowas bestellt und mit Aufbau dazu bucht, dann komme ich vorbei, ne? Bruder, meine Frise ist auch ganz wild. Oh mein Gott! Also wäre ich dafür beim Friseur gewesen. Tschüss. Ah! Hä? Digga, habe ich einen Werkzeugkasten bestellt oder was? Ich dachte, die Bank wäre schon aufgebaut. Bruder, dein... Ey, was ist das denn? Guckt euch das mal an, wie ernst. Mit Mutter, Vater, Onkel und sowas. Und Schrauben, Mauben. Digga, das ist ja ein Roman. Nee. Nee. Nee, hab ich nicht. Nee. Ich trainiere jetzt einfach ein bisschen Bauch, aber im Badezimmer. Wisst ihr warum? Digga, egal in welchen Raum ich hier in diesem Haus ziehe, ne? Egal wo ich hinziehe, es wird immer kalt in diesem Raum. Digga, bin ich Elsa oder was? Ich lass los! Die Kälte, sie ist nur ein Teil von mir. Was? Guten Morgen! Mirelle, hey! Schwänzt heute. Luisa, nu. Ich bin doch krank. Ach ja, stimmt. Oh Gott, nu, brauchst du einen Tee? Meinst du, Mama macht wieder Bananenbrot mit den Bananen? Hoffe. Bananenbrot mit den Bananen. Bananenbrot mit den Bananen. Ist es gerade? Dörte, du bist nicht 1,62. Warte, warte, das ist schief, du musst das halten. Bleib so. Oh, du bist sogar 1,77. Mach auf Ernst, ich kann nicht mehr lang so stehen. Okay. Nee, was sagst du da? Du hast... Nee, das ist gerade mir. Ja, 1,60. Du lügst. Du bist nur 1,60. Hey, jetzt schön kann ich ihn größer. Mirelle und ich füllen gerade für Mirelle was aus. Ja. Und die wollen Mirelles Größe wissen und auch deinen Kopfumfang. Reicht das, wenn ich mein Zeugnis schicke? Dann kann man sich das ja denken, ne? Leute, Mirelle kommt einfach mit ihrem Zeugnis nach Hause. Mathematik 1.
Excuse me, are you from this family? The fuck? Go home! Alter, nee, wie hast du das gemacht? Nee, jetzt ehrlich, du hast doch geschummelt. Ich hab einmal raufgefurzt auf die Arbeit. Nein. Hab die eingerollt. Ja. Ausgerollt. Ja. Eingerollt. Und abgegeben. Und dann eins. Crazy. Ja. Mireille, die wollen auch wissen, welche Fremdsprachen du kannst. Ich schreib Englisch, ne? Hallo? Ich kann auch Latein. Oh. Salve discipuli et discipulesque. Wow. Wieso müssen die meinen Kopfumfang wissen wollen? Mireille, das ist wichtig, Mann. Das bestimmt dein IQ. Lulu, was machst denn du da? Dein Kopfumfang ist stolze 54 cm. Moment mal, das ist meine Hüfte. Tolle Birne. Toller Birnenumfang. Klasse. Herzlichen Glückwunsch für einen tollen Birnenumfang. Und die Gewinnerin des diesjährigen Birnenumfangs. Mireille Masciullo, hier, der Preis der Birne. Eine Birne. Ey Leute, wir gucken uns gerade alte Bilder von mir an. Was? Wer bist du? Ich brech kurz mein Genick. Digga, einfach Maike. Mach mal, versuch mal jetzt. Nee, nee. Scheiße. Guck mal, was ich aufgebaut habe. Haunted Bank. Boah, so geil, ne? Wirklich. Keiner, der mich nervt, so, ey, bist du schon fertig? Nein, bin ich nicht! Ah, da ist ja das. Bananenbrot mit den Bananen. Kalle Kolben. Richtiger Kalle Kolben. Hey, benutze das doch mal als Mikrofon für eine Abmoderation. Ja, los. So, ihr Lieben, das war's mit unserem Vlog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, darf ich auch noch was sagen? Ja, klar. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich glaube, das bringt doch was, wenn man sagt, vergisst nicht zu liken und zu kommentieren. Okay, und so. Vergiss nicht zu liken, und abonnieren.